Moin, moin, Folge 3, 4 sogar, unserer Oldie-Folge. Ja, 4. Folge, alter Kram. Alter Kram, aber ihr wollt es ja nicht anders. Ja, ihr wolltet das ja hören. Ihr wollt das alles hören, also machen wir das. Hauen wir das auch raus. Ja, was haben wir heute? Wir hatten, letzten Folgen hatten wir die 80er, dann hatten wir die 90er. Die 80er angeguckt, so die groben Anfänge, dann die 90er, wo die Entwicklung so richtig brutal vorangeschritten ist und sind jetzt quasi im Jahr 2000. Bis 2009, 10 ungefähr. Ja, was ist so in den... Ich meine, viele von euch werden das jetzt noch mitbekommen haben, ja, was da passiert ist. Wobei ich weiß auch, wir haben viele Zuhörer dabei, die tatsächlich auch noch gar nicht so lange dabei sind, die erst so Mitte der 10er-Jahre dazugekommen sind, wo ich mir denke, ja, das ist für mich schon eigentlich immer noch, wenn ich das so in der Timeline sehe, ist das für mich immer noch neuer Kram. Ja, für mich ist alles, was nach 1990 kommt, irgendwie neu. Aber ich renne ja auch schon seit etwas längerer Zeit damit rum. Genau, letzte Folge hatten wir ein schönes Foto von dir. Jetzt kommt die Retourkutsche. Ja, jetzt haben wir, wie sah Jannis in den 2000er aus? Wie sah Jannis in den 2000er aus? Es gibt so ein schönes Video von Jens Nieting von der EM 2004. Das war meine erste Europameisterschaft. Und da gibt es ein Video, wo er uns beim Eingang einer Kasse erwischt hat. Und zwar fliegt jetzt auf der rechten Seite, ja, Saschas Kopf ist nicht im Weg, fliegt jemand rein und ja, den kennt ihr. Mit der gelben Kiste in der Hand. Das andere ist mein Bruder. Ja. Kann man ein bisschen erkennen, aber... War damals schon klar, was Jannis am liebsten auf dem Traktorpulling macht? Trinken. Das war eigentlich... Nee, pass auf. Ja, auch, aber... Nein, pass auf, die Kiste war jetzt nicht da, um zu trinken, sondern das war eine Kiste damals, weil wir uns bei Hörstkamp oben auf der Tribüne gestellt haben und mal ganz oben. So, ach so, und dann konntest du gucken. Dann kommen wir auf, oben auf die Kiste rauf und dann konnten wir super gucken und wir haben niemanden im Weg gestanden. Das war super. Alles klar. Also von der EM habe ich damals alles gesehen. Ja. Gut, ja, fassen wir zusammen. Wir waren stehen geblieben bei, wie gesagt, technischer Entwicklung. Wir hatten so gesagt, ja, Fighter kam, glaube ich, 2000. Das war also schon hypermodern. Mhm. Ne? Großer Punkt war da kurz vorher noch gewesen, diese Motorentechnik. Also ich sag mal so, in den 80ern hat man sich einen Fluchmotor gekauft und war froh, wenn das Ding irgendwie lief. Dann war man irgendwann Ende der 80er froh, wenn man, wenn da was kaputt gegangen war, das auch reparieren konnte. Wie ich erzählte, ja, wir hatten am Anfang Angst, sogar das Propellergetriebe von diesem heiligen Motor runterzuschrauben. Da war man dann langsam so weit, dass man die Dinge auseinandernehmen und wieder zusammenbauen konnte. So, und dann ging es aber darum, wie kriegt er jetzt mehr Leistung aus den Viechern? Wie funktioniert so eine Methanol-Einspritzung? Was ist da, wieso muss ich da auf einmal eine andere Zündung haben und solche Geschichten? Das heißt, da war dann, musste man auch schon mal viel lesen. Zum Glück ging das mit dem Internet so langsam los und die ersten Sachen waren in der Kommunikation besser mit, ich sag mal, USA mit anderen Pullern, die dann auch nicht gegen dich gefahren sind, ja, ne, die dann auch was erzählt haben. So, wenn Hörskamp auch von Alfen traf, der von Alfen hat ja nur gegrinst, wenn man ihm was gefragt hat. Irgendwann habe ich ihm was erzählt, was er Mist gemacht hat, da hat er mich angegrinst. Nach dem Motto, kommt ihr erstmal in unsere Nähe. Mhm. Das haben wir dann aber geschafft. Und 3 Jahre später hat er ganz schön bescheiden aus der Wäsche geguckt, wenn wir dann gegen ihn gefahren sind. Also da war viel, viel Lernen angesagt. Also, und das galt ja nicht nur für uns, das galt ja für alle anderen Teams auch. So, und dann ging es natürlich weiter, immer noch dieser Kampf, ey, wie kann ich denn mit dem, was ich hier in Europa habe, wo ich rankomme, wie kann ich da gegen Amerika mithalten, ne? Und der Kollege, ja, habe ich den... Silvester Frick, der hat es natürlich versucht mit Biegen und Brechen. Der ist ja auch in den 90ern schon mit dem Trecker angefangen, richtig, damals noch auf Sauger. Genau, im Prinzip, was sie gemacht hatten, die hatten 2 Rover Meteor, die gab es ja damals relativ günstig zu schießen. Kann man ja heute zum Teil noch relativ, ja, günstig, wenn man weiß, wo. Und hatte dann im Prinzip mehr oder weniger die Kette nachgebaut, vom Prinzip her, was ja auch ein moderner Schlepper war, also mit einem Blechkantrahmen, wie man es ja heute auch noch macht. Und dann, wie kriege ich diese Rover jetzt heiß? Ja, und dann hat er mit Turbos und Kompressor und allen möglichen Kram versucht, da in der 2,5 Tonnen mit anzugreifen. Und das hat, sagen wir mal, in Mitte der 2000er Jahre hat das auch wie Hölle funktioniert. Ja, er hat viel Schrott gefahren zum Schluss, ne? Weil, aber das ist so ein Video. Wenn der Vogel dann ging, ich meine, das ist ja auch ein 2 Rover Meteor Turbo in der 2,5. Hallo, wir. Ein gewaltig geiler Trecker. Ja, aber ich sag mal, alle reden von Gators und von Dejong Special. Was hat Silvester denn da gebaut? Ja, kann man sich jetzt schön angucken. Meint ihr, da hat weniger Dampf drin gesessen? Es war halt nur nicht so angebreitet. Es war halt hintereinander, ja, war weg. War zu leicht vorne. Ja, hat man gesehen.
er hätte damals schon Aluminiumachse machen müssen, dass er Gewicht kriegt, um eine Crossbox zu haben und zwei Kupplungen, dass er die Motoren nach vorne bringen kann. Ja. Ja. Damals auch noch nicht gewusst, wie, ne? Ja, der Trecker an sich, der existiert, glaube ich, in der Scheune noch, ne? Das kann ich mir gut vorstellen, weil er ist ja nicht kaputt gegangen. Silvester hatte irgendwann einen Unfall mit dem Kart. Ja. Und hat danach aufgehört, Traktorpulling zu machen. Ja, das ist auch der einzige Traktor, der jemals aus Liechtenstein gekommen ist. Gut. Liechtenstein ist nicht so groß. Wie viele sollten von dort kommen? Also. Nicht so das große Land, aber es ist halt schon was Besonderes, weil Liechtenstein... Aber Silvester war eh schon immer ein heißer Typ. Ich kann mich noch an so Sachen erinnern. Da hatte er, da wurden die Telefone, die Handys langsam immer kleiner. Und Silvester kam mit so einem Brocken an. Und unser Daniel, ey Silvester, was hast du da für ein altes Telefon? Da klappt das Ding auf Bildschirm mit Tastatur. Wieso? Auch der Einzige, den ich kenne, der mit einem 57er BMW auf eine Veranstaltung kam und hinten Werkzeug drin hatte im Kofferraum. Liechtenstein halt. Nein, unheimlich coole Typ. Silvester, wenn du das hier siehst, schöne Grüße, meld dich mal wieder. Ey. Das ist, haben wir viel Spaß mit gehabt mit dem Kollegen. Ja, aber wie gesagt, wir waren beim Thema, was kann ich machen, um mitzuhalten? Wie gesagt, wir hatten das Thema Turbinen. Ja. Na, und das war halt ein Weg, wie ich da gegen diese Ami-Technik gegen ankomme. Das war, wie gesagt, Ortgras, White Horse haben es versucht, die ja auch aus den ganz frühen Zeiten kamen. Die Höf mit dem Terminator, der im Hintergrund noch eine Maschinenbaufirma hatte, selber mit Laser schmeißen und schneiden und solche Geschichten. Damals schon viel CNC, die konnten viel selber machen, der konnte konstruieren, der wusste, wie das machbar ist und hat auch einen Riesenschritt gemacht da wie man Traktoren baut und auch hier baut, auch viel Entwicklung gemacht. Da gab es Whispering Giant. Whispering Giant, die ja vorher mit dieser anderen Turbine unterwegs waren und dann auch irgendwann auf diese Isotops gewechselt haben. Ja, dann Rising Star. Und Rising Star, sag mal, gerade der Traktor mit den drei Turbinen war einer der best ausbalanciertesten Traktoren, die es so gegeben hat. Zumindest auf dem Zug. Ich weiß noch, das war von der EM 2004 in Fürchtdorf. Da haben viele Probleme mit der Bahn gehabt, gerade mit dem Puller 2000, viele am Springen gewesen. Aber bei den Kollegen hat aber mal alles gepasst in dem Lauf. Also das geht schon so in die Kategorie, wenn du beim Dune nach perfekter Pull suchst, da könnte das schon angezeigt werden. Was mir da gerade so aufgefallen ist, der hat Puller 2000 Reifen drauf. Das war ja auch noch so ein Riesenschritt. Wir kamen ja von, ich sag mal, am Anfang Ackerprofil runtergeschnitten, bis dann irgendwann, okay, Firestone und BF Goodrich machten einen Pullerreifen, der sah aber genauso aus wie der Agrarreifen, hatte immer noch wenige Stollen, dann hatten sie den ersten, ja, bei Firestone gab es einen neuen Agrarreifen, dann hatten sie die alte Form nicht mehr, dann wurde der Pullerreifen in der neueren Form gemacht, sah da ein bisschen anders aus, man konnte mehr Stollen reinschneiden, dann ging das los damit, du kannst ja zwei Stollen reinschneiden anstatt einem, diesen sogenannten Double Cut. Ja, dieser Double Cut, ja das und ist mir auch noch dann ging das auch mal los, oh Gott, wenn du so einen Reifen auf einer Maschine schneidest und der ist richtig rund und der wird ausgeglichen, der zieht dir viel besser, als wenn du einen hast, der so ein bisschen rumeiert, ja, das ist völlig klar, was ne, wenn du immer nur kurzzeitig auf der Bahn rumrupfst und hast wohl eine ganze Hinterachse am Springen, aber nicht unbedingt Grip. Und da ging es dann los. Und dann hat sich auch mit der Entwicklung der Reifen so der Aufbau der Schlepper ändern müssen. Weil du kriegst ja auch mal Leistung an der Erde, was vorher gar nicht. Ich habe ja in der letzten Folge erzählt, wie Ende der 80er, die Amerikaner, die hatten ja auch schon ihre 6-7 Chevys da drauf oder 5 Hemis. Die kriegten das überhaupt nicht an Grund. Und das hat sich dann aber mit den Reifen auf mal schlagartig geändert. Und vor allen Dingen mit dem Reifenschnitt, wie es geschnitten wird und worauf und wie rund und wie viel Akribie man da reinsteckt, sag ich mal. Ne? Das war auch so ein Ding, was bei uns im Team, Reifen, ja gut, musst du so runterschneiden, war schon meiner Maloche. Ne? Und dann, im Endeffekt hast du den Reifen kaputt gemacht. Also ich würde heute keinen Reifen mehr mit der Hand schneiden, ums Verrecken nicht. Der würde ich vielleicht nachschneiden, aber zumindest auf einer Maschine, dass ich genau weiß, okay, da packe ich jetzt so und so viel runter und Nachschneiden und Anrauen macht man ja immer noch mehr Geschichte. Das ist eine andere Geschichte, aber da einmal den Grundschnitt da reinzukriegen, weil so ein Reifen kommt nicht rund aus der Form. Nee. Das wissen die wenigsten, ne? Dass der also locker mal 2 Zentimeter, wenn du einen schlechten hast, Spiel haben kann oder Schlag haben kann. So, und wenn du einfach nur dran rumschleifst, dann hast du den Schlag aber nicht raus. Und das ist, das war so ein großer Schritt. Wie gesagt, der Puller 2000 war ein Riesenschritt. Und das haben wir ja jetzt auch nochmal gehabt, jetzt mit dem Mieters. Ja, das war ja nochmal eine Weiterung. Im Endeffekt war dieser Schritt von Puller 2000 auf Mieters, war so fast der gleiche Schritt, den wir damals gemacht haben von Firestone auf die alten Firestone auf die Puller 2000. Ja, ich würde sagen, der war damals sogar
Na, ich glaube, so groß war er gar nicht. Also der große Bruch kam wirklich mit dem Maschinenschneiden. Hm. Also ich weiß noch, der Bob Parks in den USA war der Erste, der angefangen hat, und Desperate Dan war einer der Ersten, der die gefahren hat. Und sie haben sich alle den Kopf gepackt, wieso geht das Ding auf mit dem Motoren, wieso geht der so gut? Ja, Reifen. Ne? Eugen kam mit dem Killer, handgeschnitzt und... Handgeschnitzt. Ja, aber, war doch so. Aber ist ja ähnlich wie mit dem Green Fighter, ne? Die Saison, wo er Europameister und Eurocup-Champion geworden ist, war 2018, lag ja auch viel an den Reifen, weil, ja, Hurst kommt das erst, also die ersten waren... Wir hatten Schwein. Wir haben Reifen gekauft, das waren 10-Ply. Ja. Die Amerikaner wollten die nicht haben, weil die schwerer waren. Die fuhren ja schon Unlimited mit 3,8 Tonnen. Und dann hatte Firestone Reifen gemacht, der sackschwer war. Nee, ich bin jetzt bei den Mietas gewesen. Ach so, ja, lass uns die Geschichte, okay. Wir sind ja in der Geschichte. Ja. So, und dann haben wir diese Reifen gekauft, weil die günstig waren. Was sich im Endeffekt als bessere Reifen rausgestellt hat. Ja, hat uns aber nicht viel ausgemacht, wir hatten das Gewicht und wir hatten auch das Frontgewicht dafür, weil wir modernen Schlepper gebaut hatten. So, das heißt aber, die Reifen, die haben uns, also die Zeit, wo der Fighter Eurocup-Sieger war, das waren die Reifen. Das war der, ne? Die Zeit, oder? Ja, genau. 2007? Ja. Das war glaube ich, auch von der EM damals. War, also die Puller 2000, die ersten Puller 2000, die wir drauf hatten. Wir haben zwei Satz von den Dingern gehabt. Und du wirst lachen, die haben sie uns, nachdem wir damit fertig waren, haben die Amerikaner die wieder gekauft. Superstock Diesel. Die gebrauchten Reifen haben wir zurück nach Amerika geschickt. Der Tritt in den Hintern kam dann, wie wir dann die Reifen nicht mehr fahren konnten, auf die Puller, auf die normalen HP runter mussten. Da war, und dann kam halt wieder, Mietas. Und dann wieder Mut gehabt, wieder Reifen probiert. Ja, und dann waren die wieder besser. Ja, dann hatten die anderen auch Mietos, war der Fighter wieder hinten. Ja. Das war das Jahr damals, also was heißt damals, vor 5 Jahren, so lange her. Wo er ein Eifen-Europameister geworden ist und auch den Eurocup gewonnen hat. Und ja, ich glaube, das war das Jahr danach, wo dann auch der Bobcat Senior das erste Mal kam. Und der Senior war ja so mit der Erste, der das mit den Mietas-Reifen auch mit dem V8 begriffen hatte. Und nochmal. Richtig, und das war halt auch so ein Punkt in den 2000ern, Reifen. Ja, Motortuning. Reifen, das waren so Sachen, die ich so aus Sicht vom Team als die großen Wendepunkte empfunden habe. So, das andere war halt, wir hatten ja gesagt, wir hatten Treckermangel. So, und dann ging das los, wie kriegen wir da jetzt wieder mehr Trecker? Und dann haben wir gesagt, in Holland haben sie mehrere Sachen gemacht, die haben den Kram hier angefangen. Two-Wheel Drive. Nach dem Motto, ein Motor ist billig. Wobei wir hier einen besondereren Two-Wheel Drive haben, das ist der Cloud9 von damals. Und das war ja den Setup, wo er Turbo mit Kompressor gefahren ist. Ja. Das war das, also sonst, ja, dieses Standard V8 kennt man ja, aber das war so ein bisschen Experimentier. Das waren quasi ein oder zwei Turbolader, die dann in einen Kompressor reingepustet haben, der das dann in den Motor gepustet hat. Richtig, aus dem Grund, weil der Kompressor, wenn er von oben befüllt wird, nicht mehr so viel Leistung schluckt, aber du hast halt das Drehmoment von unten rum, was der Kompressor bringt, wo die Turbos noch nicht blasen. Ist mit der Spritabstimmung nicht ganz so einfach, deswegen hat er auch nicht oft gelaufen. Hat Little Rascal auch mal probiert eine Zeit lang? Ja, aber das ist aber schon, das haben wir noch gar nicht so lange her. Mit so einem Turbolader drin, hätte er mal richtig was draufbauen sollen. Hat auch nicht so den Impact gebracht. Sind sie auch wieder vom Weg her am Ende. Ja, also ich bin da immer noch der Meinung, wenn du das vernünftig hinkriegst, machst du da mit so einem V8-Motor richtig Theater, aber es ist sackschwer. Ja. Das ist das Problem dabei. Also in der Limited kommt man da noch Spaß mitkriegen. Ich habe das auch noch im Kopf. Du weißt, da haben wir uns Kompressor liegen gehabt, ne? Ja. Bin ich noch nicht mehr durch. ja, gut, 2.5. So ein bisschen Geschichte Deutschland. Wie ist die 2.5 gelaufen? Das war halt Hörskamp mit Monster. Wie gesagt, den Lichtensteiner, den Cent hatten wir. Wir hatten Isotov. 1 und 2. 1 und 2, Bartholomä. So, Bartholomä dürfen wir nicht vergessen. Das war nämlich der nächste Schritt. Es war ja immer so, Griffen. Mit den Griffen hatten wir jetzt den europäischen Motor. Der konnte was. So in der Erst war es Uli, das Ding in eine 3.5 zu bringen, Uli Kropp. Top. So, und jetzt war es wirklich das Ding als erstes in eine 2.5. Waren nicht die Deutschen, waren Red Diamond. Ja, stimmt. Das ist aber schon, das war schon Ende der 90er. Der Vorgänger von dem, was jetzt Super Kasper ist. Und in Deutschland war es der Frank Bartholomä. Papa hatte ja den Turbinenschlepper und Frank war am Anfang Mini gefahren, ist dann irgendwann Bergrennen gefahren, dann hat er dann aber auch die Schnauze von Wall gehabt und hat dann wieder mit Traktorpulling angefangen und hat dann, sag mal, seinen Bausportvertrag in so einen Griffenmotor gesteckt. Und dann haben sie langsam
so einen Trecker aufgebaut und gut, sind auch nicht weit weg von Hörskamp von der Werkstatt. Da war dann auch ein bisschen Technologietransfer. Und war ich auch viel in der Werkstatt. Und ja, hat dann den Griffen aufgebaut und der Motor ist im Prinzip immer noch so das, was auf dem Schenkel sitzt. Ja. Also wenn du guckst, wie drauf so klappt und so, war das, das ist nicht viel anders. Also der Trecker ging ja auch wie Sau. Im Jahr 2005 hat es allerdings im Getriebe mal ordentlich gerasselt. Aha. Das ist der Pull von da. Ach, deswegen hast du das rausgesucht. Ja, natürlich. Da war ich nämlich damals auch mit bei. Aber man merkt schon, das geht schon gut vorwärts. Brennen sollte, wir löschen nur mit Wasser. Ich bin Feuerlöscher. Ja, also der Qualm kam vom Feuerlöscher, weil die, man konnte es am Anfang sehen, die Welle hat mal komplett. Das Getriebe ist komplett hart blockiert und ist in der Runde gedreht worden. Ja, und dadurch hat die Welle mal den Feuerlöscher mit kaputt gemacht. Ja. Ein Grund aber, dieser Unfall, ein Grund damit, warum wir jetzt die ja, Bänder, die Bänder mit um die. Da kamen die ersten Halterungen und dann im Laufe der Zeit ne? noch mehr. Ja, aber die, es ist ja im Endeffekt einer der Auslöser gewesen, warum man das macht. Der eine Crash aus den USA dann vor, ja, noch gar nicht so vielen Jahren. Die ganze letzte Aktion mit dem Bindern kam, weil ein Mini-Puller in den USA oder eine freie Klasse ein Stück Welle Richtung Zuschauer geschmissen hat. Ja, genau. Und das jetzt ist alles angebunden. Jetzt muss alles angebunden werden. Aber ja, aus solchen Dingern lernt man halt. Mhm. Und aber man konnte sehen, bei Frank sah schon ordentlich. Der Motor lief schon, wie gesagt, die Einspritzanlage ist drin. Noch ziemlich mit das Gleiche, da hat sich nicht viel getan. Was mir aufgefallen ist, ist, wie steif das Chassis ist. Okay. Ja, das hat, ja gut, dass die Chassis... Es war halt damals so, man hat gesehen, oh, die Amerikaner machen diese Fachwerkchassis. Mhm. Und ja, das kannst du unheimlich steif und verbindungssteif machen. Aber dann hältst du halt die Achse nicht ruhig. Das da haben wir definitiv zu viel reingeschmeißt, würde ich sagen. Aus heutiger Sicht. Damals hat man gedacht, das wäre toll. Ja, dann hatten wir noch... Nimm mal ruhig mal den Joker, das ist ja ein... Also ich war noch bei 2.5. Nee, geht jetzt um Chassis. Achso, um Chassis. Genau, also Joker hat ja irgendwann gewechselt von der Minis in die freie Klasse. Richtig, und das ist ein Chassis nach amerikanischer Machart. Nicht zu sagen, ein amerikanisches. Guck dir das Chassis mal an, wie das arbeitet. Kannst sehen, wie viel geringer der Abstand ist. Und das ist hauptsächlich das, was ja auch die Versteifigkeit da macht. Ja, das war auch so ein armes Team, das viel an Reifen geschorben ist. Die hatten eigentlich einen Superschlepper zugange, aber dann, ja, wie gesagt, gegen die Maschinen geschnittenen Reifen. Und dann ging es ja auch langsam richtig ins Geld. Ne? Ja, obwohl der Joker schon... Top-Ding. Da war ein super Trecker. Steht da ja immer noch. Also könntest du immer noch mitfahren. Bau da mal vier Hemis vorne, quer vor oder vier nach vorne. Kollege, das läuft immer noch. Mach dir mal keine Gedanken. Nee, ich mache mir auch keine Gedanken, weil ich habe das Portemonnaie dafür nicht. Nein. Haben die wenigsten. Womit wir wieder beim Thema sind. Ne? Wir haben es teuer gemacht, wir haben Technologie, Weiterentwicklung und diese Methanol-Einspritzanlagen, Zündung, der Kram ist ja nicht billig. Ne? Und man wundert sich, wie viel Geld man noch in so einen Motor stecken kann. Obwohl man kaufst den Motor und denkst, du hast was, dann stellst du fest, ja, du hast einen Motor, aber dann musst du nochmal da doppelt da reinstecken, damit das Ding auch vernünftig Leistung hat. Ja. Und das wird ja immer mehr Geld für immer weniger mehr Leistung. Ja, und wo du gerade sagst, viel Geld, viel Leistung, da komme ich mal auf einen Lambada zu sprechen. Ja, die das war so der erste. Das ist ja so, ich sag mal, wenn man sich den Trecker jetzt so im Groben erstmal anguckt, der sieht nicht viel anders aus als das, was heute auf der Bahn ist. Nee. Wir hatten ja in einer ersten Folge hatte ich doch mal den alten Big Bad Orange. Ja. Kannst dich entsinnen, das ist ja im Aufbau das gleiche. Genau, das Video auch. Motoren. Und das waren halt die ersten, die Hemis gehabt haben. Also die ersten waren eigentlich noch gar nicht so verrückte Dinger drauf. Da waren teilweise noch so ja, normaler Hemi, JP1 so. Eigentlich relativ alte Klamotten. Aber Bums hat das schon gehabt. Ja, ist Dreckster. Ja, da hat man es gesehen. Also der sieht heutzutage vom Aufbau her nicht viel anders aus. Ja klar, minimale Änderungen gibt es immer. Ja, Motoren, ne? Aber die Motoren, ja, das ist damals schon... Ja, da sind auch schon Sachen passiert. Also ich weiß mal, die Außenplaneten, die da dran sitzen, das ist da auf dem Video noch ein originaler Caterpillar, da ist auch nichts mehr original. Das ging dann auch so los.
hinterachs ein Differential, ey. Du hast früher ein LKW-Differential, erst hast du Trecker-Differential gefahren und dann irgendwann LKW-Differential. Dann hast du mal angefangen, eine Differentialnadel zu lagern. Ja, und dann hast du die Differenziale zerlegt, ne? Und dann auch schwer. Und dann gehst du mal bei, ja, ein Differential mal selber fertigen, ne? Und dann gehst du mal bei und baust mal ein komplettes Differential aus dem, fräst das aus dem Vollen. Du machst die Zahnräder selber oder lässt sie machen. Mhm. Ja, und dann geht's auch mal los. Wer kann dann hier jetzt noch CAD zeichnen? Wer kann dann konstruieren, ne? Wenn du das nicht kannst, bist du entweder derjenige, der überall bei den anderen kaufen musst, aber du bist nicht vorne. Ja. Weil die Jungs, die das entwickeln und können, die fahren dir erstmal 2 Jahre vor der Nase weg, bevor sie mal irgendjemand rauskriegt, was sie überhaupt gemacht haben. Und dann kannst du es kaufen. Aber dann hast du schon, wie gesagt, die 2 Jahre fehlen dir. Entweder haust du so viel Geld auf den Tisch, dass du dir bei den Besten das kaufen kannst. Und das ist, sag mal, sorry, wenn ich jetzt so viel über Hauskamp rede, aber das ist ein Vorteil, weil die können selber entwickeln. Ja. Ne? Und da haben sie halt gegen die Jungs, die alles kaufen müssen, einen Vorteil. Wobei, da hängt mit Benny Frehmann auch jemand dahinter, der richtig Plan hat und ja. Die machen auch schon inzwischen. War dieses Jahr bei uns also, auch viel Thema, was bei Bobcat Senior, hatten wir ja viel drüber gesprochen. Auch da Benny Frehmann ganz viel mit drin gewesen. Ja, ja, da sind schon Top-Leute. Also ich weiß, dass im Mieters Monster ist auch schon Frehmann drin. Ah, okay. Noch wieder bei Höhner gefertigt, aber ne, wenn, du musst halt Spezialisten haben. Ne? Aber es sind auch andere Sachen. Wie gesagt, so ein Differentialkorb oder ich sag mal irgendwelche Bremsbeläge, Bremszangen, die bei Hörskamp gemacht worden sind, als Prototypen. Das haben andere noch nicht. Auch so ein Grund, warum das Mieters Monster so fahren kann, wie es fährt. Wir waren in den 2000. Genau, wir gehen mal wieder zurück. So, du warst doch da schon aufnahmefähig. Komm, hauen wir die dicke Nummer auf den Tisch. Die dicke Nummer, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das war so, also wie ich das damals miterlebt habe, da war mein Onkel, der, also das war so die Tage, wo ich nur noch sonntags nach Edeweg gefahren bin. Also 2007, da war ich auch noch nicht groß in Fürchtdorf. Doch, Fürchtdorf waren wir da schon, klar. Aber das war noch nicht so meine Zeit. Da war ich 2 Mal im Jahr beim Traktorpulling und jedes Mal, das war so sonntags hin und ich konnte abends vorher schon nicht schlafen. Also das war noch so die Zeit, wo man noch aufgeregt war. Ist man heute immer noch, aber nicht mehr so wie als Kind. Und ja, mein Onkel da war damals viel mit meinem Vater unterwegs. Und dann sind wir ja damals auch nach Edeweg gefahren. Und mein Onkel war samstagsabends schon da. Und da stand Paul Heißemann auf einmal mit der Karre auf dem Platz. Und er sagte, wir haben ihn sonntags abgeholt. Er sagte, ey, das, was heute passiert, das glaubt ihr mir nicht. Da hat er ja damals samstagsabends schon mal angehangen, die eigentliche Premiere. Ne? Und ja, Zwetstar, ich habe die genaue Bezeichnung jetzt nicht mehr im Kopf. Groß, Zwetzer groß. Kann man googeln. Kann man googeln. Ja, 147 Liter Hubraum waren das damals. 48 Zylinder, glaube ich. Ja. Ja? Oder 42? 42 Zylinder. 7 mal 6. Ja, 7 mal 6 ist 42, ja. Mhm. 42 Zylinder. Ja, und 8000 PS aus einem Motor. Also ich weiß, es gibt immer dieses, das konnte ich mir damals noch merken, der Motor hat damals, als er zu Power gekommen ist, irgendwie 5,7 Tonnen gewogen. Am Ende hat der ganze Schlepper 5,4 Tonnen gewogen. Und Gerüchte gab es immer, ich weiß nicht, ob das stimmt, das kannst du wahrscheinlich besser sagen, dass man den Schlepper auch hätte noch weiter ablassen können auf 4,5 Tonnen. Also, was ich gehört habe, ist, dass es für diesen Motor eine Titankurbelwelle gibt. Ja. Und dann wäre das Ding weiter runter gekommen. Also das hätte man in, also ich denke auch mit der Achse und so weiter, da sind noch, ist noch Potenzial drin. Du hättest ihn leichter machen können. Das Problem ist, Paul hat gesagt, ich kriege ihn nicht unter 4 Tonnen. Und wenn ihr dahin geht oder auf 4 Tonnen geht, dann brauche ich gar nicht etwas Geld da reinstecken. Ja, und das war genau damals die Zeit, wo die 5-4 aufgehört hat. Da war man auch schon im Diskutieren, fahren wir 4 Tonnen. Und in Holland haben sie damit ja schon relativ früh angefangen. Richtig, das hat mich damals aufgeregt. Schon wieder aus, jetzt geht es wieder aus dem Nähkästchen. Die Amerika hat, nachdem das mit diesen 6-7 Motoren V8 so ausgeartet ist, das Gewicht runtergezogen. Mhm. Als in Anführungsstrichen Kostenbegrenzung. Hat nicht einen Cent gespart. Das Einzige, was das gemacht hat, ist, dass die Trecker. Ja, wie soll ich sagen? Na, im Endeffekt gibt jeder das Geld aus, was er kann. Ja. So. Aber sie haben halt die Klassen. Und ein Problem in Amerika war halt, sie haben ja die LKWs dort leichter als hier, also auf dem Transport, die dürfen keine 30 Tonnen fahren, nur 27. Wenn du einen Bremswagen mit alle Gewichte mitschleppen möchtest, wo der Unlimited vorgegangen ist, kriegen sie das nicht zum Stehen. Das heißt, du musst einen zweiten LKW mitnehmen. So, das hieß, das wäre für die Veranstalter, mussten extra bezahlen für den zweiten LKW, der den Bremswagen bringt. Das wollte keiner. Also haben sie die Klasse leichter gemacht. Ja. So, da hat aber auch in dem Moment haben die Amerikaner aufgehört, Klamotten zu entwickeln, die für mehr Gewicht haltbar gewesen wären. Ich sage, zu der Zeit war ich noch drin, ich kann mich entsinnen, wir haben im Freitag diese Franklin-Planeten ständig geschrottet. Wir haben die Teller-Kegelräder, die Original Rockwell, geschrottet. Mhm. So, und dann hatten wir irgendwann durch einen blöden Zufall rausgekriegt,
Aha, es gibt in Italien die Firma Eurocambi, die macht Teller-Kegelräder, die passen in diese Rockwellachse rein. Die sind besser, größer, stabiler. Aha, das Thema durch. Außenplaneten. Weiß ich noch, ich habe mit Tobias da gestanden und wir haben also die Klamotten da rausgefegt und dann haben wir eine Idee. So machen wir das jetzt. Und dann haben wir das so gemacht und das hat gehalten. Und da haben wir uns also, fanden wir richtig geil, weil wir konnten 4,5 Tonnen mit einer stabilen Achse fahren. Die brach nicht. Und dann kommen die an und sagen, ey, wir wollen leichter werden, weil die Amerikaner auch machen, du konntest ja keine Klamotten aus Amerika kaufen, die das halten. Und die haben sich ja alles in Klump und Asche gefahren. Und dann haben wir, Klasse leichter machen. Willem Feldhüsen kam dann noch damals an mit den beiden John Deere-Motoren und meinte, er müsste dann auch auf dicke Buchse machen. Er könnte da in der 4 Tonnen was reißen. Hat sich anders rausgestellt. Ja, aber da kam halt der Tod von diesem Schlepper her, Ja. ne? Weil, ich meine, wir haben in der ETPC vor ja, Anfang der 2020er, sind wir eigentlich, passt eigentlich gar nicht in die Geschichte hier rein, noch beschlossen, dass solange es Schlepper gibt, die 4,5 Tonnen fahren wollen, wir die Klasse nicht leichter machen. Dummerweise sind genau die, die es betroffen hat, das waren nämlich zwei denen damals leider nie im Eurocup gekommen und es Schade. haben sich alle nicht gemeldet und ja, wenn dann doch keiner kommt, dann hältst du die Klasse nicht schwer. Das war halt der Ton für den Schlepper, ne? Ja, schade eigentlich. Ja. Ja, hat viel, war auch viel drin mit, ja, lief erst natürlich nicht. Also klar, auf Methanol umgebaut, das muss natürlich auch erstmal alles abgestimmt Ja, wie werden. gesagt, das, was ich erzählte, du musst viel lernen über Zündanlagen, über Chemie, mit Physik. Das musst du Paul auch lernen. Aber einen Pull habe ich rausgesucht, wo er ging wie Hölle, und das war in Fehl damals. Und ja, das war eigentlich so der erste Pull, wo er mal richtig Drehzahl gemacht hat und mal richtig die Krallen in die Erde geknallt hat. Ja, Ja, also herrlich. to super toller Traktor, auch der Sound, den, ja, den hat man, hat es nie wiedergegeben, oder Nee. kann es natürlich bei der Größe vom Motor nicht wiedergeben, aber ich weiß, der Schlepper steht heute noch, der steht noch genauso bei Paul in der Werkstatt, aber ja, Ja, keine Klasse für das. Was willst du damit, was ne? bringt's dir das? Und als reines Showfahrzeug den Motor zu unterhalten, da ist dann irgendwo auch der Kosten-Nutzen-Faktor Ja. vorbei. Wobei Hätten die Dänen, Kosten-Nutzen-Faktor. hätten er das auf 4 Tonnen, 4,5 Tonnen gemacht, ich garantiere dir, die Klasse wäre nicht leichter gemacht worden. Ja, schade Weil eigentlich. bei Hörskamp war keiner dafür, die ganzen Doppelgriff-Jungs waren nicht dafür, Paul war nicht dafür, die Dänen waren nicht dafür. Aber wie gesagt, wenn bei der ETPC sich für den Eurocup die Leute nicht einschreiben, Geht das tot? dann sagen die, was müssen wir an der Klasse ändern, damit wir mehr Trecker kriegen? Ach, leichter machen? Dann machen sie leichter. Ja. Das ist jetzt auch wieder ein paar Mal passiert. Sehr, sehr schade. Ja. Aber Wir können ja noch ein bisschen was zu technischen Besonderheiten erklären. Wie gesagt, wir haben ja gesagt, bei den genau. Mini-Pullern in den 2000ern hatten die Ghostbusters ja und in den 90ern ja richtigen Lauf mit den Rovern und auch mit der Turbine. Und dann, wie gesagt, erst kamen sie mit dem V12 gegen die V8er sehr gut an und dann war der Sauger V12 natürlich nicht mehr so leistungsstark, dass er mithalten konnte. Und dann ging es auch da los, wie kriegen wir mehr Leistung aus dem Rover? Und hier ist ein schönes Bild davon, wie sie. Es war der erste Ghostbuster 3, ne? Ich meine ja, genau, der dann irgendwann Turbo kriegte. Genau, das war mit dem Kompressor, ist auch gar nicht so oft gefahren, aber ich glaube, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Da kann ich mich da tatsächlich nicht mehr dran Ja, das erinnern. Problem bei dem Kompressor ist, das kann man hier sehen, so ein Lader saugt so an und spuckt die Luft so aus. Das heißt, du hast deine ganze Ladeluft auf den ersten 4 Zylindern oder den ersten 6 und da hinten kriegt nichts. Hinten laufen quasi im Vakuum. Wer das gut gemeistert hat, und das gerade so in den Anfang der 2000er Jahre, das war der Gombi aus Ja. Holland. Der hat das ja fast in Perfektion gemacht und hat den V8-Jungs auch ständig die ersten Preise weggehauen. Gerade so. Die kommen noch wieder. Die kommen wieder. Noch einmal. Und das ist wohlgemerkt EM 2004, und da haben nur zwei Traktoren überhaupt den Fullpull geschafft. Also mit einer Leichtigkeit, wie er darüber gegangen ist. Ja, hat den Vorteil, hat er noch die Firestone-Reifen drauf, die sie damals alle hatten. Die haben bei weitem nicht so viel Traktion gemacht, das heißt, er kriegt die Nase unten. Ich weiß, der Motor war auch entsprechend bedüster. Die hinteren Zylinder haben nicht viel getan.
sie haben dann irgendwann mal auch den Lader umgedreht und umgearbeitet ja. und andersrum reingepustet und so weiter. Die haben sich richtig den Kopf gemacht. Aber wie gesagt, die kommen wieder. Ich habe Zeichnungen gesehen von den neuen Zylinderköpfen und so weiter. Die sind richtig zu nah. Ja, das ist ja immer so, die haben ja irgendwann, haben sie ja auch umgerüstet auf den Procharger. Und das hat ja auch viel und oft gelaufen, oft auch mal auf der Seite geendet. Ja, irgendwann war Schluss. Ja, sie haben halt auch das Gewichtsproblem. Ne? Ja. Wie gesagt, was ich gerade sagte, du hast mit dem V12, da ist halt so viel Motor, dass du eigentlich nach vorne packen müsstest. Mhm. Das letzte hintere Stück und das ist halt beim V12 dahinter und dir fehlt das Gewicht auf der Vorderachse. Aber das ist schön, weil das war ja auch immer so ein Punkt, so ja, kommt Gompi nochmal wieder oder nee, ja, das ist vorbei. Aber ja, es ist. Ich bin gespannt. Würde mich freuen, wenn sie wiederkommen. Wo wir gerade auch in der Mini-Klasse zugange sind. Ja. Unseren Holger. Amerika-Import. Ja, das war so ein richtiger Weisungsschlepper, der von USA kam. Den hat da Holger Lang geholt. Der war Tough Enough, wie er früher hieß. Ja, ein ganz berühmter Schlepper eigentlich. Ja. Unheimlich erfolgreich gewesen in den USA. Auch als, ich sag mal, Vorbild oder Prototyp für was nachher es gibt in Amerika in der oder gab in den 2000ern und Ende der 90er, ich glaube in Amerika 100 Minipuller, die so ausgesehen haben wie das Ding, weil die alle aus der gleichen Schmiede kamen von Roger Weiss und du konntest das Ding also als Kit kaufen, aber das war das Original davon. Kam rüber mit einem großen Chevy. Ja. Ja, war so eine Mogelpackung, was nicht vernünftig funktioniert, denn er hat so ein bisschen zu weit aufgebohrt, den Vogel. Und dann, naja, geht weg nach Europa, packt mal den Motor, auf den wir nicht so lange kriegen. Und dann hat, ja, es lief wohl, aber die hatten halt diese Feuerringe, die da oben drin waren, da war zu wenig Platz zwischen den Zylindern, weil halt so groß aufgebaut. Ja. Das heißt, du kriegst die Kopflicht schon nicht vernünftig. So, und dann haben sie irgendwann von Zimmermann noch einen Arias geholt. Ja. Trecker fährt heute noch. Nicht mit dem Motor, aber in Finnland. Echt? Ja. Doch, stimmt, ja. Ja, doch. Ja. Die war ja sogar in Dingens, in Riesa. In Riesa ist es ja. Wahnsinn. In Riesa, ja. Die Premiere von dem Trecker habe ich mir rausgesucht. Edeweg 2000, da stand auf einmal auf der Bahn. Hatte sogar noch den alten Namen da an der Seite dran. Genau, und da kannst du sehen, das ist Chevy drauf. Das war der allererste Pull vom Hot Chili und dann direkt so über die Bahn gefegt. Ja, Holgi auch ein super Kerl. Schöne Grüße an dieser Stelle. Wir haben uns auch schon lange nicht mehr gesehen. Nee, kannst dich mal wieder blicken lassen. Doch, gesehen habe ich ihn irgendwas nochmal. Ja? Ja, und dann hatten sie irgendwann noch den zweiten gebaut, Another Hot Chili. Ich glaube, das war das alte Joker-Chassis, ne? Ja. Und da war mal der Chevy dann auch wieder drauf. Mhm. Und der ist dann ja aber irgendwie auch dann wieder weg. Ja, wie gesagt, dann kann der Blöcke tauschen und so weiter. Also, ja, Holger war ja früher Schrauber beim Money Pit, jetzt am Anfang. Und irgendwann haben die sich ein bisschen in die Köpfe gekriegt und hat er gesagt, wisst ihr was, ich mache meinen eigenen Kram. Und hat den Mini geholt. Ja, also wirklich ein ganz toller Trecker. Und wo du gerade sagtest, Money Pit, die haben ja den Money Pit 1 importiert. Mhm. Dann den Money Pit 2 kennt auch noch jeder. Ein Trecker, den vielleicht nicht mehr jeder kennt, der auch noch beim Money Pit Team rumsteht, ist der Red Poison, beziehungsweise früher hieß er ja noch Clueless. Ein uraltes Ding. Ja, sieht man ja auch schon, das ist nicht... USA-Import, da sitzt noch ein John Deere Skidder hinten, also aus dem Forstschlepper, das Hinterteil ist da drin. Kann man sehen, das Ding ist in den 80ern in Amerika schon gelaufen. Erst ohne Turbos, dann mit. Mhm. Ja. Ich würde sagen, mit Turbos habe ich gleich noch ein Video die Premiere damals, wo er von auch 2000 ist er nach Deutschland gekommen. Aber so ist der Schlepper dann damals ohne Turbos gefahren. Und ich meine, der steht ja auch immer noch rum. Und es hing immer ein zu verkaufen Schild dran. Meines Wissens ist es nie abgenommen worden. Kann ich dir nicht sagen. Keine Ahnung. Also ich glaube, wenn du hingehst und sagst, dann gibst du ihm Geld, dann kannst du es mitnehmen. Also das wäre auch noch ein toller Trecker für unsere Limited Modifieds. Ja, das stimmt. Also wer da vielleicht noch mal ein bisschen mit Allison in der Limited spielen will, haben wir noch nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die noch einen Allison-Motor überhaben, den sie mir mitgeben möchten. Aber, ja, ist die Frage, ob der Motor da drauf ist, ne? Ja, aber ich sag mal so, dadurch, dass das ein Allison ist, der, ich sag mal, irgendwo 3,5, 4, maximal 4,5 dreht, ist das auch mit einem Dieselmotor auszustatten relativ gut. Wenn du, ich sag mal, einen Motor hast, der nicht ganz so viel Leistung hat, das könnte gehen. Vielleicht kann man irgendwo noch einen Allison schießen. Da musst du aber bei Hörskamp schmusen gehen, dass du noch einen kriegst. Aber das willst du, glaube ich, im Moment nicht mehr. Das ist ein bisschen mit der Ersatzteilversorgung nicht ganz so lustig. Okay. Ja, aber... Aber ich sag mal, wenn du noch irgendwie so ein V12 Transmasch oder sowas, das sollte locker gehen. Ja, also der Schlepper, wie gesagt, meines Wissens ist der Schlepper noch zu verkaufen und der steht noch da. Also da könnt ihr euch nochmal melden. Und ja, von der Premiere damals mit den Turbos habe ich noch ein Video rausgesucht. Oh ja, das war...
gut abgestimmter Turbo Allison. Also ist nicht so, dass der Motor jetzt nicht gelaufen hätte, der ist vom Gas gegangen. Ja, und dann wieder draufgehen und weiterfahren, das ist jetzt auch nicht so selbstverständlich. Deswegen sage ich gut abgestimmt, dass du da vom Turbomotor, vom Gas und wieder drauf, da muss alles passen. Ja, aber ganz, also war ein toller Schlepper. Ja, leider auch vorne viel zu leicht. Ja. Dieses Gussteil da hinten drin, das ist quasi ja wie so Trecker-Hinterteil. Aber gut, das war jetzt 2,5-Tonnen-Klasse natürlich. Eben. Ja, ja. Für die Limited kein Thema. Ist überhaupt kein Problem. Super Basis. Ja. Also, wie gesagt, ich hoffe, ich erzähle da keinen Blödsinn. Nein, hast du ausnahmsweise mal recht. So. Ja. Jetzt haben wir freie Klasse gemacht. Lass uns mal gucken, was ist so bei den Superstocks passiert. Wir hatten letzte Folge schon gesagt, Feldhüsen fing mit dem Methanolwälzen. Freie Klasse kommen wir nachher auch noch mit ein paar besondere Trecker, die ich zumindest erwähnen will, haben wir noch. Aber Superstock, ja. Genau. Da, wenn wir in dieser Folge nicht Team Kaiser erwähnen, haben wir keine Meldung. Nee, dann kriegen wir was an Hals. Kriegen wir keine Zuschauer. Team Kaiser, Best Solution ist ja gebaut worden Anfang der 2000er als Pro-Stock. Nee, Quatsch, jetzt erzähle ich Blödsinn. Erstmal haben sie einen Alki gebaut, nicht genau, den, sondern den anderen. Den Second Chance, den wir bis jetzt zu kurzem gefahren haben. Genau, das ist quasi die Grundlage für den Best Solution gewesen. Der ist dann umgebaut worden zum Pro-Stock damals. Mhm, irgendwie sowas, ja. Genau, war dann Pro-Stock, hat aber, glaube ich, nie ganz weit gefahren, wenn ich mich nicht recht erinnere. Ja. Also, und dann kam irgendwann der Alki Best Solution raus. So 2004 war das dann. 2003, 2004, irgendwie so den Bereich. Und ab Mitte 2000er kam dann der neue Second Chance. Und den habe ich mir mal rausgesucht, weil das ist auch ein Schlepper, der damals schon Europa hätte oder Europa gefährlich wurde. Der war zu dem Zeitpunkt, war der wirklich State of the Art. Ja. Das war so der Schritt, erst einen Alki-Burner gebaut, gut funktioniert. Was machen wir jetzt? Mhm. Der erste war ja noch mit einem kleinen Hubraum von, ich weiß nicht, 7 irgendwas oder 8 Liter. Das war dann schon aufgebaut. 10,3 meine ich. Auf 10,3, genau. Ja, das sollte dann Europa vorne fahren oder mitfahren. Hat es dann nicht so lange. Nee, also an sich finde ich ihn immer noch super schön. Ja. Also ein ganz, ganz toller Trecker. Ich habe ein Video mal von den Anfangszeiten, da wo er auch noch nicht so 100% abgestimmt war. Leider, aber. Da kann man hören, da ist noch nicht. Ach, das ist viel Sprit. Da laufen sie noch nicht alle mit. Nee, aber wenn man sieht, dass er da auch schon immer noch voll, also immer noch im Fullpull gelandet ist, ist immer bremshangabhängig, aber da kann man sehen, da steckte Musik drinne und leider. Ich wollte gerade sagen, das war dann. Ich kann es jetzt nicht lassen, tut mir leid, liebe Christoph, Markus, Thomas und Margret, aber das müssen wir leider immer zeigen. Irgendwann kam er wieder. Das war ein ganz teurer Tag. Und dann kam der ganz teure Tag und damit leider auch das Ende des Schleppers. Solche Sachen, Leute. Das hat richtig geknallt. Ja. Also da stand ich auch im Publikum und da habe ich mich richtig verjagt, wie das gescheppert hat. Und da ist, ich glaube, Kurbelwelle gebrochen. Ich habe keine Ahnung. Also wenn die Pleuel rausfliegen, ist da nicht mehr viel Heile. Nee, und der Rahmen, also die Pleuel sind auch gegen Rahmen geknallt. Und also da war ganz, ganz viel Schrott und deswegen, Ja, und dann war auch die Motivation weg. Genau, danach. Motivation weg, Geldbeutel leer und Trecker-Schrott. Das ist die beste Situation, wo sich erstmal wieder nach Hause begibt und dass man die Klappe hält. Ja, aber da sind wir neu sortiert. Aber da kommen wir dann in diesen Bereich, der die 2000er so ein bisschen ausgemacht hat bei den Superstocks. Und zwar kam dieser Punkt Komponentschlepper. Hast du in der 90er Folge schon mal angerissen? Ja. Komponentschlepper haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt. Aber sag's nochmal in Kurzform, was der Unterschied ist. Superstock. Also Superstock war früher. Ein musste auf dem Originalschlepper basieren. Das hieß, ich musste die original Hinterachse haben, das Hinterachsgehäuse mit dem originalen Getriebe davor und der originalen Kupplungsglocke. So, das hat man dann irgendwann, weil halt immer vorne Gewicht fehlt, so weit getrieben, dass also quasi nur noch das Gehäuse da stand und man andere Teile reingebaut hat. Bis dann irgendwann irgendjemand so weit war, gesagt hat, oder hatte die neue John Deere-Serie als Rahmen und hat dann,
spezielles Getriebe aus Aluminium und eine LKW-Achse eingebaut. Und dann hat man gesagt, okay, jetzt ist auch gut, weil es fing auch an, dass wenn diese Getriebe so leicht gefräst werden, dass sie anfingen zu brechen. Da flogen auf mal Hinterräder durch die Gegend. Das passiert heute in Amerika noch in einigen kleinen Klassen, wo sie das immer noch sich verweigern. Und gesagt, dann nimm eine LKW-Achse und nimm ein anderes Getriebe. Dann hat man gesagt, okay, im Komponentenschlepper muss der Motor da und da sitzen. Quasi wie gleich wie im IHC 466. Die Motorkombination ist festgeschrieben, aber die Teile dahinter sind ja meistens inzwischen Eigenbau. Mhm. So, und das heißt also, mit einem Komponentschlepper habe ich viel mehr Gewicht nach vorne, ich habe es viel stabiler, ich komme an die Teile billiger ran und ich habe auch meine Möglichkeit, mit Schwerpunkt anders zu arbeiten, weil ich halt leichter habe und kann halt Gewicht unten drunter setzen und so weiter, kann viel besser fahren. Ja. Ist für die Leute, die mit dem Originalkram rumgemacht haben, ein bisschen, hatte Budding gerne schon erzählt, ein bisschen fies gewesen, weil die haben viel Geld da reingesteckt, ja. viel Gehirnschmalz und dann auf mal, jo, nimm eine LKW-Achse, ne? Wer übrigens immer noch original Itachi-Hinterteile fährt, ist hier Rob von der Bahn. Aha. Aber erster Komponent in Europa war Willem Feldhausen. Willem Feldhausen, den haben wir mal eben da. Da haben wir ihn. Bits and Pieces Light, wie er damals hieß. Mhm. Ist ja noch in der, ist 2003 gebaut worden. Und damals war die Komponents in der Superstock-Klasse noch nicht. Genau, Willem war der Erste, der sich so ein Ding geholt hat aus USA. Von dem gleichen Menschen, der noch so ein Fighter-Chassis gebaut hatte, von Brian Diekman. Und hat dann hier gesagt, das müssen wir in Europa auch machen. Und dann, hat er einen Träger geholt und dann fahre ich jetzt freie Klasse. Genau, der ist an der Modified gefahren, außer, ja, ein Showzüge hat er auch mal in der Superstock gefahren. Entsetzt du dich aus das Video, was wir in der letzten Folge hatte, wo wir mit den Vorgänger von dem Schlepper und Clark hatten, was sie an Gewicht vorne hatten und wie steil die waren. Ja. Hast du gesehen, was der in der Mitte hängen hat und der bleibt noch einigermaßen, ja, war auch ein bisschen leicht vorne, aber der hat noch richtig Potenzial, was nach vorne zu hängen. Und das ist genau das, wo es geht. Und jetzt, wo die Reifen besser wurden, das sind ja noch die alten hier, ist das kriegsentscheidend. Und wer aufgepasst hat, das ist, der Rahmen, Chassis ist baugleich mit dem, was der Incredible Deer bis letztes Jahr noch gefahren hat. You never know. Ja, genau. Das ist am Ende. Ja, stimmt. Es ist der You never know im Endeffekt. Ist You never know. Und der fährt sieht, heute noch vorne mit. Ja, immer. Also da kann man sehen, was so ein Quantensprung das war. Dass das aber auch mit den Achsen und so nicht immer alles hundertprozentig funktioniert. Gerade zur Anfangszeit hat man dann am Maximum Risk auch gesehen, den wir gerade hatten. Das ist ja quasi, also der allererste Maximum Risk. Und das Chassis ist das gewesen, was Jörn Budding in seinem Pro-Stock hatte früher. Früher, ja. Das mit Ding fährt heute als Smoky Beast. Als Supersport durch die Gegend. Genau. Und dass das mit den Achsen damals auch nicht immer geklappt hat, das sieht man in diesem Video ganz schön. Und was dann dabei rauskommen kann. Ja, Rob von der Wahl. Das hat verdammt doll geknallt. Also der Mensch hat, glaube ich, in unserem Reglement seine eigenen zwei Seiten, mindestens. was an Regeln gekommen ist, weil Rob wieder probiert hat, und der hat auch alles kaputt gekriegt. Zu dem Punkt, wo du gerade sagst, Reglement, da passt dieses Video wie Arsch auf Eimer. Und zwar das European-Made-Video, was auch so ziemlich jeder kennt, weil das der erste Traktor ist, der über seinen eigenen Motorblock gefahren ist. Dafür kommt ihr nach Made, ja, genau. Ja, und da sieht man, was dabei übergeblieben ist. Ja, Rob, man muss dazu sagen, in dem Falle saß auch Rob am Steuer und hat auch was ausprobiert. Wie man sieht, hat es semi. Ja, den hat es den Block zerrissen. Aber komplett. Ja. Und dadurch kam das dann auch Stahlseile um die Motorblöcke. Das war so das erste. Ja, die Nummer und dann die Geschichte in Zwolle, wo er da einmal so einen Zylinderkopf unter die Hallendecke geschossen hat. Jo, Motorblock-Weitwurf. Ja, Stahlseile waren damals auch schon vorgeschrieben, aber wie die jetzt eingebracht werden müssen und zwei Seile und so viele Geschichten. Ja. Was noch interessant ist, Rob fährt keinen richtigen Komponent. Rob hat immer noch die IHC-Teile da drin und hat immer noch das IHC, hat so keine Außenplaneten, sondern ein kleines Zahnrad, großes Zahnrad und die Hinterräder werden quasi zu einem großen Zahnrad. Und das, was Jörn sagte, er bremst auf der noch hochstrehenden Seite, weil die Bremskräfte sind. Das heißt, er kann, weil die fressen weniger Leistung als ein Außenplanet. Ah, okay. So, und deswegen nutzt er noch Originalteile da.
ganz interessant. Und hier das Problem, was sie, glaube ich, damals hatten, ist, es gibt diesen IHC-Block als 414, 436, 466 Kubikzoll, also Hubraum. 413, der kleine ist ein dünnerer Guss als die größeren. Ja. Und die haben hier natürlich damals alles an Blöcken gekauft, was sie kriegen konnten, und hatten viel die dünnen Blöcke da drin. Deswegen hat es die oft da zerrissen. Heute sind die etwas seltener und ich glaube, inzwischen geht auch jeder hin und nimmt den 468er. Der Motor wird immer noch gebaut. Im Grundprinzip für den LKW. Mhm. Und der ist richtig stabil und auch eine weitere Entwicklung. Und heute sind die Blöcke auch etwas besser. Ja, aber Superstocks ging dann auch in Richtung so, ja, es wird immer unbezahlbarer. Ja, wobei, da würde ich sagen, hat es inzwischen so einen Punkt erreicht, wo ich sagen muss, okay, jetzt mit den Sechszylindern, gut, klar, Turbotechnik geht weiter, Einspritzanlage ändert sich nicht mehr viel. Mhm. Ich weiß nicht, ob da jetzt nochmal mit der Elektronik nochmal ein Schritt kommt. Das kann sein, wobei beim Turbomotor, solange das Vollgas bläst, kriegst du das mit der Mechanik noch einigermaßen hin. Interessant wird es mit EFI, wenn das runtergeht in den Drehzahl und die Mechanik nicht genau regeln kann. Aber das sind kleine Bereiche. Aber man hat dann damals die Pro-Stock-Klasse noch eingeführt. Man hat damals die Pro-Stock-Klasse vor allen Dingen deswegen eingeführt, weil die ganzen Dieseljungs, die Superstock gefahren sind, die waren natürlich am Quieken. Valtra damals war dick im Geschäft mit Sponsoring, Werksteam auf Diesel. Ja, Valtra, Siso Diesel macht keinen Alkohol in per Motor, ne? Einer ihrer Top-Teams, der Mikko Pera damals, ist von Valtra weg, hat sich bei William John Deere geholt, hat ihn lustigerweise blau gepinselt, weil John Deere ihn nicht sponsern wollte. Ach, der MP-Lift. MP-Lift, genau. Ja, genau. hat gesagt, wenn John Deere kein Geld gibt, dann bleibt der Trecker nicht grün. Ja, und Pro-Stock, man kennt jeder von euch. Genau, das war dann die Nummer, wir machen eine Klasse, die dann auch nach Europa passt. Ja. Also Superstock hat ja ein Hubraumlimit von, ich weiß nicht, 10 irgendwas. 10, 6 Meilen, ne? Du kriegst in Europa ja keine Strecker, die das können. Und selbst amerikanische Schlepper können da wenige Motoren auf Diesel vernünftig hingebaut werden. Und dann hat man gesagt, dann machen wir jetzt mal einmal was Vernünftiges und machen mal den Hubraum runter auf 8,3 Liter. Was immer noch ziemlich heftig ist, aber du kriegst einen Ford dahin, du kriegst einen IHC-Motor dahin, John Deere sowieso, die großen, die 8,1er. Ja, und hat dann gesagt, okay, ja, machen wir Pro-Stock wie in Amerika. Mach es mal günstig, mach mal schmale Reifen und nur einen Turbo. Ha, 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 ha. Hat ja lange gehalten. Ja, die Reifen sind immer noch günstiger. Und, dafür sind die Turbos jetzt so richtig teuer. Ja, ein Punkt, der mir da aber einfällt, das war damals ja auch so ein richtiges, ja, eine richtig dicke Überraschung. Damals war das ja Team um Herlavi, ist auch vielen heute noch ein Begriff, Pro-Stock-Klasse so ziemlich unantastbar. Ja, die kamen aus der Superstock, wie gesagt, das war Werksteam. Und als sie nicht mehr Werksteam waren, dann wurden sie von dem Energy-Drink da von oben bis unten gesponsert. Und die haben den ganzen Tag nichts anderes gemacht. Genau, und dann kam ein Tag in Fürchtdorf, Europameisterschaft 2004, wo ein Gerd Arnolds, den einfach mal vor die Nase gefahren ist. Mhm. Und weiß, ich bin mir sicher, er weiß, teilweise weiß er selber nicht, wie er das geschafft hat. Ja, du, das ist Traktor-Pulling passiert auf Dreck und der ist nie gleich. Und das war, ich jetzt mal raus, weil das war cool. Da haben sich damals alle gefreut, wie Schneekönige. Hast du gesehen, wie klein das Abgasrohr ist? Ja, das gibt es heute auch nicht mehr. Das ist so, ja, ich vermute mal so HX80 oder sowas. Ja, da hat sich auch einiges getan. Das fahren die heute in der Supersport. Ja, aber so war das damals. Ja, klar. Früher hat, und ja, es waren nur ein paar Zentimeter, ich glaube 20 Zentimeter oder was, aber es hat gereicht, um Europameister zu werden. Ja. Und das klebte auch bis zum Schluss noch an dem Trecker dran, EM 2004. Ja, und das war zum Beispiel das erste Mal, wo ich richtig Kontakt mit Pro-Stocks hatte. Ja, ganz ja, gut, in Deutschland haben wir die Klasse nie richtig zugange bekommen. Ja. Ja, wir haben diese Superstock gehabt, das ist dann irgendwie mit den Metanodikern auch eingeschlafen und diese Jungs bei uns haben gesagt, ja, Pro-Stock, wenn wir das machen, können wir nicht sofort reinhauen, dann müssen erstmal ein paar sich zurechtfinden und zugange kommen und dann kommen wir vielleicht wieder, bis heute nicht wieder da. Ja. So, was wir aber gemacht haben, was ich erzählte, wir hatten ja so ein Problem, neue Trecker anzukriegen, da haben wir erstmal Gartenpulling angefangen. Ja. Genau, Ende der 90er. Können wir vielleicht nochmal eine andere Folge zu machen. Und dann war es ja, wo finden wir denn jetzt neue Teams? Herrgott nochmal. Mhm. Und dann bin ich ja hier über die Dörfer, hätte ich beinahe gesagt. Und
haben wir dann auf solche Kadetten gestoßen. Witzig. Ja, da wird sich jetzt jeder totlachen. Was soll das? Wenn ich dir sage, dass die nicht nur den Schlepper hatten, sondern auch noch den. Und wenn du dir jetzt mal die Vollradfelgen anguckst und mal ein bisschen zurückdenkst, 2-3 Jahre, wirst du feststellen, dass der Schlepper heute noch fährt. Das ist... Das ist auch... Ist das Red Devil? Red Ripper ist das. Red Ripper? Ah. Das ist der Red Ripper. Ja. Ah, okay. Guckst du dir an. Da waren sie. Auf dem Dorf. Genau. Sportklasse haben wir angefangen dann zum Ende der Zeit hin und haben damit quasi komplett neue Bereich in diesem Sport aufgemacht, was ich so witzig finde. Ich will mal besagen, aber auch den Sport mehr oder weniger vom Aussterben so ein bisschen gerettet. Ja, was heißt vom Aussterben? Wir haben zumindest mal nicht mehr die Situation, dass wir nur so Top-Teams haben. Ne? Ich meine, wir haben klar, in jeder Klasse schraubt jeder noch irgendwo, wo er mit kann, aber das war, wie gesagt, Mitte der 90er war es eng und jetzt momentan wurde es auch gerade schon wieder eng. Also ich kann mich entsinnen, wo es vom Jahr so nach Corona, Träger haben wir überhaupt noch. Ne? Ja. So, und jetzt auch mal siehst du, wir können nicht ständig von neuen Schleppern berichten und so weiter. Ja. War damals nicht anders. Ne? Damals haben wir Sportklasse gemacht, jetzt haben wir Limited gemacht, Rezept ist das gleiche. Ja. Funktioniert. Wie gesagt. Ja, wir können natürlich jetzt noch über Ergebnislisten diskutieren. Ja. Ich glaube, das lassen wir. Das lassen wir. Eine Neuerung in dem Jahr gab es, also in dem Ende der 2000er gab es auch noch, und zwar den alten Deutz, den Green Extreme. Ja. Sieht erstmal nach nichts Besonderes aus. Nee. Ist was Pro-Stock gefahren? Nicht vorne, bei weitem nicht vorne. Ja, aber was die gemacht haben, die haben als erstes Zündkerzen mit einem Turbo benutzt. Richtig. Und den schmalen Reifen. Genau. Und das kennen wir heute als Limited Superstock. Richtig. Also im Endeffekt. Die wollten damals schon eine Alkohol-Pro-Stock-Klasse machen. Ja. haben sie nicht durchgekriegt, heute haben wir sie. Heute haben wir sie. Im Endeffekt ist das der erste Limited Superstock, der damals, ja, immer in der Superstock dann hin und wieder mitgefahren ist. Ja, lief auch ganz anständig, kann man nicht anders sagen. Nee, war ein toller Schlepper. Habe ich so quasi, hier habe ich doch noch ein Video von. Das ist immer ein bisschen schmal gedrückt, aber man kann erkennen, was passiert. Das ist aber nicht bei der NTTO. Nein, das ist nicht bei der NTTO gelaufen. Der aber, Bremswagen hat keine Abnahme. Aber das ist so die Zeit 2008, 2009 gewesen. Ja. Und wenn man sieht, wie gut der da schon gelaufen hat. Ja klar, ich meine, die Technik ist ja, ne? Ich sag mal, wenn du jetzt einen Turbolader mit mechanischer Einspritzanlage, das ist ein bisschen gefummelt, das zugange zu kriegen. Und das ist auch nicht immer der Optimalfall. Mhm. Das läuft. Ja, das ist so. Ja. Wenn du da jetzt keinen Dreck in der Düsen hast oder hast jetzt irgendwie mit Wetter irgendwie, dass du Luftdruck gewaltig unterschiedlich hast oder was weiß ich, da sind so ein paar Kleinigkeiten, worauf du achten musst, dass einmal das System sauber ist und so weiter. Wenn du das einmal stehen hast, dann läuft das eigentlich relativ zuverlässig. Also technischmäßig sind wir jetzt eigentlich so. Ja, also durch. Wie gesagt, wir haben ja nicht so, wir haben in der Entwicklung von außen betrachtet nicht viel gehabt in der Zeit. Ja. Das ist alles schon vorher passiert. Und wie gesagt, es geht jetzt in die Motoren rein. Wir können uns jetzt über Effizienzen von Kompressoren, über Zündenergien, Zylinderkopfstrukturen und so eine Scheiße unterhalten. Aber da sind wir hier, glaube ich, dann von dem weg, was der normale Mensch noch versteht. Was ich noch mal ein bisschen rausgesucht habe, sind noch so ein paar, ich sag mal, schöne Schlepper, besondere Schlepper, vielleicht ein paar hin und wieder geile Puls. Das können wir noch mal ein bisschen drücken. Und zwar ja, Wild Hawk. Wer letzte Folge aufgepasst hat, wird den alten Kickenkerl da drin wieder erkennen. Mhm. Von Paul Heistermann. Hat Michael Dickmann hat mit dem Flying Hawk damals angefangen. Mit dem Single Conti. Und dann ging es irgendwann drauf den Wild Hawk. Ich glaube, zuerst mit 4 Turbos betrieben. Dann die war ein bisschen kleiner. Dann hat er 8 Turbos drauf gebaut auf 2 Motoren. Also 4 pro Motor. Und das ging zeitweise auch wirklich sehr gut. Ja, also er hat da in der Heu schon mal drauf gemacht. Ich meine, klar, mit den 2 Contis geht es in den schweren Klassen nicht der Oberburner, aber das fuhr erstmal. Und das fuhr anständig. Ja. Was sagen jetzt? Das war. Und man sagt immer, oder was wurde früher immer gesagt, es ist einer der schönsten Schlepper, die. Ja, liegt da ja gesteigerten Wert drauf. Ja. Ne? Dann habe ich noch den Kollegen rausgesucht. Unsere österreichischen Vertreter. Den österreichischen Vertreter, den Morpheus. Ja, Transmasch, ich glaube, hat Sauger gelaufen, ne? Nee, der hat einen Höhenlader. Der hat einen Höhenlader, okay. Hinten da. Kannst du da so sehen? Da ist der Antrieb davon.
Also war ganz interessantes Ding, habe ich damals auf der Euro gesehen und ja. Ich war schwer begeistert, weil einfach ja diese Rauchschwaden daraus. Ja, diesen Motor hat es bei den Russen original mit einem Radialverdichter gegeben. Ah, okay. Da hat er die bessere Version. Schön. Ja, also das war ein ganz toller Trecker, der hat mir super gefallen. Und hier noch so einer, den wir nicht vergessen dürfen aus der Zeit. Genau, das war nämlich das, wo ich vorhin noch drauf wollte. Also 2,5 Tonnen, wo du sagtest, der erste, der den Griffhorn reingebaut hat, das war der erste, der zweite, Entschuldigung. Der zweite, ich glaube Herbie war nicht. Herbie war erster, ja. Aber das war auch einer von den Kollegen, die... Also Herbie kriegt immer alles fettig. Und sieht dann auch so aus, als wären sie die Ersten gewesen wären. Inzwischen auch etwas anständiger, aber die kommen halt vom Schrottplatz. Aber das sind so richtige, wie nennt man das, weiß ich nicht, ja. Oldschool-Schrauber, ja. Nein. Ja. 4K-Rohr-Schweißgerät, oder lass mal gehen. Aber der Herbie ist heute immer noch der damals gebaut wurde. Ja, es funktioniert, gar keine Frage. Ne? Und das Herrsch kommt mit der CNC-Fräse, hat er gesagt. Oder mit der, ja. Und dann kommt dieser, ich sag mal, legendäre Pull auf einer EM in Füchtdorf. Das war... Total geil. Einfach mal komplette Achse vorweg, scheißegal draufhalten. Ja, aber wenn du das siehst, wo der Motor heute sitzt. Ja. Also ich weiß noch, damals waren da noch so, ja, die Fans waren komplett aus dem Häuschen, alle waren begeistert. Und ich kann mich, also da kann ich mich tatsächlich heute noch dran erinnern. Harald Weber als Kommentator stand da damals und hat die Leute nur so gefragt, so ein bisschen angeheizt, so, hier, wollen wir den mal bei Hörskamp jetzt in die Werkstatt schicken mit dem Schweißgerät, dass der im zweiten Lauf wiederkommt? Und alle waren am Toben. Und leider hat er es nicht mehr geschafft, einen zweiten Lauf fahren zu können. Witzigerweise, Herbie hatte im gleichen Zug das gleiche Problem. Auch Gasse geben, Traktion weg, vorne einmal zur Seite weg und Vorderachse kaputt. Mhm. Der konnte aber nochmal fahren. Guck, das weiß ich jetzt schon wieder nicht mehr. Ja, ich kenne diese DVD eh nun auswendig, deswegen. Ja, 2004 habe ich Übersetzungs gemacht für die Teams. Und du hast auf der Tribüne gestanden. Ich habe auf der Tribüne gestanden mit meiner Signalko-Kiste. Ich war Kontaktperson zwischen ETPC und Deutschen und so weiter. Ja, und diesen Trecker, den wollte ich nochmal zeigen, den Optima Spirit. Weil auch wieder was Neues, was anderes, was Besonderes. Und zwar einmal normalen Rolls-Royce Griffon auf Methanol. Und obendrauf, war das ein Griffon oder war das Meteor? Das war ein Meteor. Meteor, mit Doppelturbolader. Mit richtig großen Turbolader. Das Ding wollte von selber nicht hoch. Aber der Griffon hat ihn erst in den Arsch getreten und dann mussten die Turbos sowieso arbeiten und dann ging er auch. Da konnte quasi nur Vollgas mit dem Rover. Ja, hat ja auch gereicht. Irgendwo hatte ich ein Video davon. Ach genau, hier unten hatten wir noch eins. Also, von selber hätte der Lebtag keinen Ladedruck aufgebaut. Auch eine coole Kiste gewesen. Ja, auch wahrscheinlich heute viel zu leicht vorne. Und wahrscheinlich. Ja, ich guck nochmal. Das könnte man immer noch konkurrenzfähig. Na, weiß ich nicht. Es sind 3,5 Tonnen, ne? Das war 3,5. Ja, ja. Also, ja, der Rover ist. Das Problem mit dem Rover ist halt, das ist halt ein Panzermotor. Ja. Das sind, wenn du da. Ab Werk sind da scheiß Bläuel drin. Je nachdem, welche Serie du hast, taugen die Köpfe nix. Mhm. Und. Ja, klar, kannst du viel Arbeit reinstecken, andere Nockenwellen machen, vernünftige Pleuel machen, andere Kolben machen und so weiter, dann hast du einen vernünftigen Motor. Ja. Und dann hast du Pech, hast immer noch einen schlechten Kopf. Aber den dann so weit zu bringen, dass er so viel Leistung macht wie ein vernünftig gebauter Griffen- oder Fluchmotor, sag ich mal, immer ja das Gleiche, dann bist du mit dem Geld auch ganz schön dabei. Ja. Also du kannst halt klar was machen, siehe Gators und Dijon und so weiter. Ja. So, lass uns zum Abschluss nochmal zwei Amis zeigen, die wir gehabt haben in den 2000ern in Europa. Und zwar einmal Brian Dickman. Jo. In Füchtdorf. Mein Busenkumpel. Mit dem habe ich schon Spaß gehabt, Alter. Das ist ein verrückter Hund. Ich erzähle dir noch eine Geschichte zu. Ja. Das war, kannst du hören, den Motoren? Ja. Der ist ja in Amerika 3,6 Tonnen gefahren mit dem Ding. Alle Mittel war das, ne?
Ja, das war ein Unlimited. Den haben wir hier in die 4,5 gepackt und haben eben da hinten, was wir an Gewichten noch anpassen könnten, draufgebaut. Deswegen konnte er den Gang nicht drehen. Das Ding hätte man in der 3,5 fahren lassen müssen und hätte den Leuten erzählen müssen, der ist eigentlich nur 100 Kilo schwerer als der Rest, der hier rumballert. Dann hätten wir mal verstanden, was da passiert war. Geschichte, komm, jetzt zum Abschluss. Ja, erzähl. Kim Diekmann, seiner Frau, verrückte Nudel, steht in Vöchtorf vor einer Bahn und die Zuschauer fangen an zu schreien, ausziehen, ausziehen. Was wollen die von mir? Rennt zu Harald Weber. Harald, was erzählen die da? Oh, das kann ich dir nicht übersetzen. Sie zuckt mit der Schulter und kommt zu mir. Was rufen die? Ausziehen, ausziehen. Das ist ja wie zu Hause. Soll ich? Ich sag ganz besser nicht. Nee, sagt sie, dann schimpft Schwiegermutter auch wieder mit mir. Oh Mann. Nee, das war vor meiner Fürchthofzeit. Da war ich gar nicht mitreden. Zum Abschluss habe ich noch einmal den Truck rausgesucht. Liberty Bell, ja. Liberty Bell war damals in Bakel auf der Europameisterschaft 2002. Der Truck ist ja auch gerühmt, das war ja nicht nur ein Pull-Truck, der ist auch für Dreckrennen gefahren. Das Ding hat ja noch eine ganz andere Historie außer nur Traktor-Pulling. Ach so, okay, das wusste ich auch noch nicht. Ja, ja. Aber der, ja, das ist nochmal so ein schöner Abschluss, finde ich. Was ein Schiff. Da kann man auch den Unterschied zwischen Truck-Pulling in Europa und Truck-Pulling in Amerika. Ja, wobei von der Leistung her, glaube ich, ist das kein Unterschied mehr. Ja, okay, mittlerweile könnte es sein, dass es das nicht mehr ist, ja. Aber das war halt offene Drehzahl. Ja. Gut, damit haben wir jetzt hoffentlich genug Geschichte erstmal abgearbeitet. Genau, jetzt können wir sagen, frohe Weihnachten, guten Rutsch und den ganzen Kram. Wenn die Folge ausgestrahlt wird, ist das schon lange vorbei. Echt? Egal. Hätten wir letzte Folge gesagt. Hätten wir letzte Woche gesagt, ja, gut, egal. Alles gut. Ja, gut. Hoffen seid ihr jetzt gut in das neue Jahr gekommen. Ja, genau. Blöde Aufzeichnung. Ja. Egal. So, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt hier fast, was haben wir hier gesagt? Wir waren jetzt, es ist bei uns jetzt 6 Uhr, wir haben angefangen um 14 Uhr, aber wir haben knappe 4 Stunden jetzt aufgenommen. Ja, 4 Stunden haben wir euch jetzt zugelabert. Da wird sicherlich was rausgeschnitten sein. Aber ja, gut. Bestimmt. Alles klar. Ein paar Pausen mit drin. Ja, so. Liken, teilen, kommentieren, auch mal Bescheid sagen, nicht vergessen. Ja, und dann, ja. Kommt gut hin. Genau. Wir gucken mal, was wir sonst noch für Schweinereien für euch hier. Genau, und ich denke, wenn wir wiederkommen, haben wir auch wieder neues Material, hoffe ich mal. Ja, beziehungsweise wir haben dann noch sowas im Hintergrund. Das wird noch witzig. Ja. Was anderes. Wir haben noch Pläne. Richtig. Aber gut, dazu später mehr. Wir sehen uns. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Tschüss.